herzlich willkommen auf meinem neuen Video, meine lieben Freunde. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Miro, was machst du nur mit Deutschrap? Nach einem Tag schon in den Trends. Das gibt's doch nicht. Gestern habe ich noch geguckt, gestern Abend habe ich noch ein Video bearbeitet. Da war das Video bei 167.000 oder so. Ist ein sogenannter kleiner Teaser zu seinem neuen Track Hobby Hobby. Ja, der kommt heute Abend. Ne, warte, was ist heute? Ne, am Freitag. Ne, Freunde, am Donnerstag kommt der Track raus. Ich würde sagen, er hat Deutschrap wirklich rasiert, ne? Hops genommen, wie er so schön sagt. Auf 5 in den Trends mit seinem neuen Teaser Hobby Hobby, Freunde. Der ist krank, Freunde. In seinem Instagram-Post hat er gesagt, dass sein Album verschoben wird um 1-2 Wochen. Ich freue mich übertrieben auf Hobby Hobby. Das Video ist zu krass geworden, Freunde. Und wie ihr schon bereits wisst, wird sich mein Album in 2 Wochen verschieben. Es kommt am 15.03., Freunde, weil ich die Box so haben wollte, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich mein Album vor 15.03.2019. Ja, Herro, ja, Merro. Nicht am 1.03.2019. 2 Wochen später, 15.03. Nicht vergessen. Ist schon heftig. Was ist noch so passiert auf Deutschrap? Und zwar der Rapper Kool Savas. Ich weiß, kennt die neue Generation der Rapper Kool Savas noch? Also den gab es damals. Den habe ich nie gefeiert, den feiere ich immer noch nicht. Also Kool Savas war, glaube ich, einer, der damals immer alle gehatet hat. Ne? Vor allem Kollege hat er damals immer gehatet. Der könnte nicht gut rappen und bla bla bla. Und jetzt auf einmal fängt der an, Props auszugeben. Hat nämlich Capital Bra Props gegeben. Nicht meinem Geschmack entspricht. Blablabla, der redet da drumherum, ist nicht mein Geschmack und so weiter. Aber gibt ihm trotzdem Props, dass er so viele Videos gedreht hat in den letzten Monaten. Ja, Capital Bra, Alter, wie viele Videos hat der? Puh, wie viele Lieder. Ne? Also der geht auf jeden Fall ab. Schaut euch das mal an, ich blende es euch mal kurz ein. Das Output-Level von Capital, das ist, wie, das muss ich respektieren. Ja, ja, genau. Da kann ich ja nicht sagen, ich respektiere das nicht, das ist Blödsinn, da bin ich ein Hater einfach so, ne? Weil wenn jemand so viel Output hat und wirklich den Nerv hat, so viele Videos zu machen, Dicker, wenn ich 3 Videos im Jahr drehe, bin ich durch mit den Nerven, da habe ich schon keinen Bock mehr, so, dann sage ich bitte nie wieder so. Ja, man darf auch nicht vergessen, er ist ziemlich alt geworden, ist ein alter Opa, ne? Darf man nicht vergessen. Er ist nicht mehr frisch. Ja, Kool Savas, der ist ja, wie alt ist der jetzt? Mitte 40, 50 oder so? Keine Ahnung. Ja. Es ist lustig, ja, weil solche Rapper haben alle immer gedisst und jetzt auf einmal kommen die so mit so Props, weil die wissen, die können sich vielleicht irgendwie an diesen Rapper hochziehen. Das ist ja mittlerweile so, jeder ist irgendwie auf Versöhnungstour und Versöhnungskuscheltour und so weiter. Kool Savas gibt in dem Video natürlich auch Props an Mero, den neuen Rapper, oder Meadow, ganz egal wie ihr ihn nennen wollt. Mero. Wie siehst du denn den Erfolg von Mero? Glaubst du, dass das irgendwie auch zeigt, dass die Leute halt immer noch Bock auf Technik haben und sich davon flashen lassen und sich das reinziehen? Weil ist ja schon in der Musik hart im Vordergrund. Also ich denke schon, dass er eine junge Fanbase hat, so, ne? Ja. Und ich denke, dass da auch reinspielt, dass er selber auch ein junger Typ ist, ne? Ein gut aussehender junger Mann, wo auch die Mädels sagen, wow, der ist nice, so, ne? Und mit dem habe ich Fantasien und wo die Typen sagen, ey, der ist cool, so, ne? Der ist so wie meine Freunde vom Blog, die ich auch kenne, so, ne? Und der chillt da vom AMG und rappt da Double Time. Ich kann mir vorstellen, dass es gut ankommt und dass es auch darüber funktioniert, so, ne? Ja. Und natürlich ist der hat doch auch einen super Song gemacht, Alter. Song ist ein Ohrwurm, so, ne? Ja. Der rappt da cool drauf, da gibt's gar nichts drauf auszusetzen, so. Ja, auf jeden Fall, Kool Savas hat natürlich gelernt, dass er mit Rumdisserei nicht weiterkommt im Leben. Ich glaube, seitdem er hat der überhaupt Erfolg gehabt, Freunde, ich weiß nicht. Damals vielleicht, aber die Zeit ist vorbei, ne? Ich danke euch fürs Einschalten, meine lieben Freunde, bis denn. Ciao.